Mal gucken. Der Quirkin, der für Buskeron im Horst gearbeitet hat? Ja, ich weiß, von wem du sprichst. Teterun, nicht wahr? Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als der kleine Bursche hier aufgetaucht ist, um ein Händler zu werden. Lustigerweise hat sich herausgestellt, dass er mit Kyokyorun, dem Quirkin davor, verwandt ist. Allzu lange ist er aber nicht in dem Solominsa geblieben. Keine Ahnung, wo er sich jetzt aufhält. Am besten fragst du da Kyokyorun selbst. Keine Bange. Bring ihm ihm einfach seine Leibspeise, ein frisches Hühnerei, das schießt sich sofort in sein kleines Herz. Freundschaft geht bei ihm direkt durch den Magen. Und Buskorn hat wohl auch kein Deut geändert, was? Sieht dem alten Halunken ähnlich, eine Abenteuerin zu schicken, anstatt sich selbst hierher zu bequemen. Muss ihn unbedingt mal wieder in seinem Horst besuchen. Es klingt alles ein bisschen befremdlich, wenn es die ganze Zeit um Horst die Rede ist, also von Horst. Aber okay. Oh, hallo, Kundschaft. Oh, hallo, Kundschaft, ja? Nein, keine Kundschaft. Willst du Kyokorun sehen? Hier? Oh, frisches Hühnerei. Kyokorun freut sich. Kyokorun liebt frisches Hühnerei. Ist besser als Kundschaft. Suchst du Teterun? Teterun ist nicht hier. Teterun ist raus aus Limsa. Teterun macht große Geschäfte. Willst du Teterun sehen? Musst du zu Memoruns Handelsposten gehen. Ja, ja, im oberen Landesheer. Da gehst du. Ganz schön weit, weit ist das. Ja, ja, du fragst Winneburg an Anleger von Fähre nach Weg. Winneburg ist guter Freund. Wird dir helfen. Ja, ja, ganz bestimmt. Alles klar. Jo, da vorne ist er. Der Gute. Du möchtest ins obere Lanossier? Zum Handelsposten? Ja, dann solltest du zunächst einmal mit der Fähre nach Bierhafen fahren. Das ist der schnellste Weg, wenn du nicht fliegen kannst. Bierhafen sprichst du dann am besten mit Altfeld. Er kann dir den Weg zum Memeruns Handelsposten genau erklären. Altfeld treibt im Bierhafen regen Handel und kennt sich auch in der Umgebung bestens aus. Okay, Bierhafen. Ich weiß, ich muss ja eh gleich wieder runter, Bäcker. Wie das Prinzip. Du willst ins obere Lanossea zu Teterun, um ihm einfach zu bringen? Na, dafür unternimmst du ja eine ganz schön weite Reise. Von hier aus führt dich einen Weg durch das Schädeltal nach Norden. Sobald du den ersten Berg erklommen hast, bist du schon im oberen Lanossea. Weiter in nördlicher Richtung gelangst du dann durch den Eichenwald zu Memeruns Handelsposten. Willkommen zurück, Hybrid. Danke für die 5 Bits. Oh, Schokobo-Schnauze. Aber wo Schokobo-Schnauze in the face? Huch. Flieg, kleiner Flattermann, flieg. Ach nee, wir können doch gar nicht fliegen. Dauert ja nur Ewigkeiten. Willkommen zurück, Frisches. Oh nein. Jetzt geht das schon wieder los. Oh je. Yeah. Jedes Mal dieselbe Leier.
Oh, frisches. Noch kurz am Handy. Räumen wir noch fix ab. Alles gut. Mach du mal. Die wird seit neuem Dreck spielen. Du kennst doch Frisches. Ich spiele immer im Dreck. Hast du was anderes erwartet? Servus. Oh, hallo Kundschaft, ja? Nein, keine Kundschaft. Hast du etwas für Täterum? Oh, Ohrring. Täterum hat Ohrring im Horst vergessen. Täterum liebt Ohrring. Täterum liebt dich. Was? Guter Buscaron ist gut. Guter Buscaron war gut zu Täterum. Täterum vermisst guten Buscaron. Ja. Schön. Guter Buscaron haben Täterums Gutes getan. Ohne guten Buscaron kein Täterum. Täterum muss Buscarons Gutes tun. Täterum machen frische Kürken Feuerwasser für Buscaron. Guter Buscaron liebt frische Kürken Feuerwasser. Helfen Täterum machen Feuerwasser, ja? Täterum brauchen Dinge. Viele Dinge, ja? Täterum brauchen gutes Wasser. Geht selbst gutes Wasser suchen. Aber Täterum brauchen auch drei Kohlschnurhaare von Kohljungtieren. Du holen, ja? Ach, die Melone. Frag mich, wie lange man dafür warten muss. Wenn die jetzt immer noch nicht fertig ist. Die sollte man süß aber. Hm? Ja, etwas. Die geht zwar schon. Mhm. Und viele Kerne drin. Ja. Oh ja. Oh, ich hatte gerade eine süße Stelle. Echt? Mhm. Ein bisschen reifer muss man noch werden. Mhm. Kann man auch schon nicht. Ja. Na gut, wahrscheinlich einfach falsches Klima dafür. Von Deutschland. Müssen wir nach Bayern ziehen, haben sie das perfekte Klima dafür. Wenn ich mir bedenke, wie die Olivenbäume da alles wachsen. Oder da, wo der Elsass. Der ist gut. Ich weiß. Der ist gut. Und hat alles geklappt? Freden. Ich liebe sie. Ach, Schildi. Irgendwie sind die Viecher aber süß, die Quirken. Was schaut der Fettsack mich so an? Welcher Fettsack? Hi.
Irgendwie sieht er ganz hektisch aus. Das auch nicht. Ganz komisch. Ich starre gar nicht. Erfrisches. So, haben wir hier entlang. Die Quest sind wir jetzt überlevelt. Passt hier leider nicht. Das hier passt. Nee, weil ja, sonst brauche ich. Diese ekelhaften, hässlichen, macht eine Fliege, Tür zu klein. Hm, kennst du das? Was? Bin ich hier jetzt gerade im falschen Film? Ah ja. Okay. Die brauche ich. So, einen brauche ich mindestens dann noch. Ja. Gut, dass ich ja erstmal nach hier hinten muss. Huch. Ja, doch, gewartet. Ich habe es hier für uns beide gezählt. Ich hoffe einfach. Gibt es hier nicht noch andere? Weiß ich nicht. Ach Mist, schade. Okay, dann warte ich hier. Ich setz mich einmal. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ob irgendwas erwartet? Einer fehlt noch. Oh. Okay. Ich überlasse ihn den. Mal. Geh bei. Hm. Und sitzen. Was wartet der? Der hat doch jetzt schon drei. Ja, mindestens schon drei. Hm. Wie ich zum Affen mache. Nein, gar nicht. Den haben wir jetzt aber hier nicht. Hat er für uns beide gezählt? Jo. Ja, jetzt geht er erst, oder was? Nein! Das ist unheimlich! Lass mich. Ja. ...2227. Mühsam, mein Herz, das Eichhörnchen.
Südliches Tanalan muss ich noch östliches Tanalan und Skirtas. Teterun machen Feuerwasser für Buskaron. Du bringst Teterun dafür Dinge, ja? Nein. Du hast alle Dinge geholt. Teterun machen jetzt Feuerwasser. Gutes Feuerwasser für guten Buskaron. Gutes Feuerwasser brauchen Zeit. Mehr Zeit. Mehr gut. Kommen später wieder, ja? Ja, alles klar. Hallo Mama von Markus. Alles klar. Ich will Essen haben. Hier ist ganz viel Essen. Oh, Möhrchen. Nein! Nein, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Möhrchen. Ich will Möhrchen haben. Okay. Welche Waffenstufe habe ich? 21. Warte ich lieber damit. Kann ich davon was gebrauchen? Ja, ich kann. Oh mein Gott, wie geil. Teterun hat gemacht Feuerwasser. Gutes Feuerwasser für guten Buskaron. Bring guten Buskaron gutes Feuerwasser, ja? Sagst du Buskaron, er soll nicht sofort trinken. Er stellt auf Seite für ein Jahr, bis Geschmacksnote ganz entfalten. Teterun hofft, guten Buskaron ist froh. Teterun dankt Buskaron. Sagt Buskaron viel, viel Dankeschön, ja? Teterun machen irgendwann großen Laden. Größten von Eosea. Mit ganz viel Blubbergetränk. Alles dank guten Buskaron. What? Gut. Ich mach einen Gilengeist. Mal gucken, wie lange wir warten müssen. Haben wir Kotelettes mit Möhren und Spargel und Bratkartoffeln. Lecker. Bratkartoffeln sind sowieso geil. Spargel auch. Oh je. So, mal gucken. Sowas bin ich immer dankbar, dass ich hinten stehe. Nein, komm nicht drauf. Jetzt. Und raus da. Perfekt. Ist aber auch lecker. Ich bin ja sowieso ein Kotelett-Fan, also. Lecker. Einfach nur lecker. Ich krieg noch nicht, können wir es. Wie viel sind wir jetzt? 2465. Vorankomme. Nope. Dann reise ich einmal kurz ins Östliche. Ins östliche Tanalan. Da gab es auch noch Viecherse. Thank you.
Mir hat zum Geburtstag die Post für Stuttgart geschenkt. Sehr schön. Dann auf jeden Fall alles Gute nachträglich. Und ich hoffe, ihr hattet. Also, ne? Ich glaube, das Spiel war ja, glaube ich, schon, ne? Meine ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Stimmt, gegen Schalke. Ja, ich bin nicht so fußballversiert. 96 früher mal relativ viel im Stadion gewesen, aber eher. Nicht mehr. Nicht mehr so. Hat sich ausgefußballt. Ja. Wie viel brauche ich? 3. Okay, einen noch. Den hier. 3000 zusammenzukriegen. Ein Stück Arbeit. Dann hat's Staff. Ah nee, das ist das falsch gewesen. Nee. Ach, von dem einen. Okay. Sehr schön, was, obwohl er ja Dynamo Dresden-Fan ist. Okay. Aber solange ihr Spaß hattet, das ist ja die Hauptsache. 388 Punkte. Geil. Also. Staatstaler. Staatstalerchen. Jo. Haben wir 3000? Wir haben 3000. Ist das Final Fantasy 14, wovon er immer schwärmt, vor Info rauskam? Ja, genau. Genau. Das ist es. Ich bin allerdings gerade. Also, ich habe einen Schar, der ist schon relativ weit. Und ja, dieser Schar hier ist noch relativ am Anfang. Ich sollte aufpassen, wo ich hinrenne. Da rein. Und jetzt einmal. Nein, nicht Liefereinsätze. Manchmal ist man echt befördert werden. 3200 haben wir. Herzlichen Glückwunsch, du wirst hiermit offiziell befördert. Ab sofort darfst du dich erste Novize nennen. Ja, was brauche ich für den zweiten? Im Moment besonders lasse ich mir mehr Würfel. 4000, das kriege ich heute nicht mehr hin. Die große Grafik. Ja, die ist auch gut. Kann man nicht anders sagen. Also es gibt schlechtere Spiele. Sagen wir so. Unbekannt, dass ich auch sehr haben war. Das haben wir in der. Okay, ich könnte jetzt die Stufensteigerung machen.
habe die auch gefunden, weil die auf PC sind. Und deshalb verliert. Alles gut. Ich hab ja schon gedacht, dass es im Bett liegt. Ja, Lala. Diese kleine Lala-Power. Ich tatsche aber keine Mentuch. Okay, Bußgeron. Bußgeron. Mühlenbruch. Dahin. Hallo Kitty! Na? Alles gut bei dir? Wenn man nicht schläft und so Blacklist schaut, ist das schon klar. Ich gehe mal von aus, dass das eine Serie ist. Wenn ja, kenne ich das tatsächlich nicht. Nein, bleib doch mal stehen. Hab ich hier eigentlich noch was zu erledigen an Bestiarium? Ja, die Grabranke immer noch. Das müsste da hinten sein. Ja? Nee, das ist die Dämonenfliege. Jo, wir haben gestern wohl was Falsches gegessen, ja. Das habe ich heute den ganzen Tag gemerkt. Oh, Kitty, dann gute Besserung. Er schaut sie derzeit, wenn er nicht schlafen kann. Also ich gucke tatsächlich zur Zeit Sabrina, also das auf Netflix. Wir haben ein neues Profilbild. Ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Ja, ich muss einmal kurz herausfinden, wie die Serie komplett heißt. Ihr habt ja verschiedene Sabrina-Dinger. Ist aber echt gut. Dezent gruselig, aber gut. Also kein Horror jetzt in dem Sinn, aber. Ist schon. Ja, wenn es sich rauskopieren lassen würde. Ich schick's an meinen Chat. So heißt die Serie. Chilling Adventures of Sabrina. Finde ich echt gut. Gute Serie. Hat zwar eher weniger was mit dem ganz Alten zu tun, aber es ist trotzdem cool. Also kann ich empfehlen. Da bist du ja wieder. Konntest du Teterun ausfindig machen? Oh, was ist denn das? Für mich? Mhm. Für dich. Quirken Feuerwasser von Teterun. Wahnsinn. Dann hat sich der gute Kerl also daran erinnert. Wie gern ich dieses Gebräu trinke, da kommt mir ja glatt die Tränen. Ich soll es ein Jahr lang ruhen lassen? Na, er muss es ja wissen. Ich warte nur ungern, aber wahrscheinlich ist es das wert. Es gibt nichts Besseres als gereiftes Quirken Feuerwasser. Ich kann schon jetzt kaum erwarten. Wie wär's? Willst du nicht in einem Jahr wieder hierher kommen? Dann öffnen wir gemeinsam die gute Flasche und trinken auf Teterons Wohl. Mhm. Wollen wir nicht, aber egal. Level 46. So, ich melde mich jetzt auch einfach für die Stufensteigerung an. Wir haben ja jetzt unsere Punkte. Sehr gerne. Sehr gerne.
Hab von meiner Schwester erfahren, es soll ein Horror-Pooh-Bär-Film kommen. Honey and Blood. Ich habe schon gesehen, Hybrid. Ich habe das Cover davon schon gesehen und ich dachte mir so, nein. Einfach nein. Einfach nein. Also ich mochte Winnie Pooh früher schon nicht, aber... Ohne Witz, das zerstört gerade meine komplette Kindheit. Ich guck den nicht. Nein. Aus. Ich guck den nicht. Ich guck den einfach nicht. Ich ignoriere, dass es so ein Film gibt. Watch Party. Ja, du mich auch, Hybrid. Party. Da mach ich lieber einen Herr der Ringe Watch Party Marathon. Nee. Nee. Den guck ich nicht mal alleine. Ich werde aber jetzt mal die Serie schon mit meinem Mann. Macht das, dann euch viel Spaß bei der Serie. Hallo Sera, willkommen zurück. Und die neue Serie habe ich auch noch nicht gesehen. Musst du mal machen. Überlege, ob ich mich aus dem Bett bewege und auch FF spiele. Kitty, du bist krank. Du bist krank. Kurier dich aus. Wie wär's damit? Du bist das letzte Mal schon am PC gegangen, als du krank warst. Ich mobbe gerade Menschen. In FF oder? Achso, okay. Ich wollte gerade fragen. Ihr wollt gerade fragen, wo. Aber ich hätte es mir eigentlich denken können. Wir müssen auch mal wieder zusammen DBD spielen. Und hoffentlich bis bald. Ja, ich versuch's. Er ist hier ja in guten Händen. Okay, bleib lieber im Bett. Ist, glaube ich, besser. Ja, glaube ich auch. Oh, aber ich fliege hier nur und langweile mich. Oh. Oh. Aber es ist besser für deine Gesundheit, wenn du im Bett bleibst. Ich habe auch immer den Drang, wenn ich krank bin, aufzustehen und zu zocken, aber... während du unterwegs warst, gab es Neuigkeiten über die Silfen. Einige von ihnen wurden im Wald gesichtet, und zwar ganz in der Nähe, wo sie sich normalerweise nicht herumtreiben. Dafür muss es einen besonderen Grund geben. Es kann natürlich sein, dass... Was ist hier los? Gibt es hier irgendwas umsonst? Dass sie nach ihrer Ältesten suchen. Auf jeden Fall sollten wir der Sache nachgehen. Hier, ich markiere dir die Stelle, an denen Silfen gesichtet wurden, auf deiner Karte. Sieh dich dort bitte um. Mit Zeit, ja. Das Wesker-Update ist jetzt frisch raus. Echt? Schon? Na gut, ich habe das gar nicht so beobachtet. Ich wusste, dass es das gibt, also dass es kommt. Aber ich wusste jetzt nicht, wann. Ich dachte, das dauert noch. Aber ja, müssen wir unbedingt mal wieder machen. Bald gibt es auch wieder öfter DBD. Also mal schauen. Soll ich schon mal von meinem Kopf ausrichten? Ich denke, dass hier auch was. Weniger. Kein Ding. Liebe Grüße zurück. Irgendwas Komisches. Irgendwas greift mich da an. Ein Dekorio. Schön. Ganz toll. Haben wir's? Haben wir. Wunderbar. Der ist das nächste Ding. Der nächste Ziot. Aber hey, wen greift mich keiner mehr einfach so an?
Hat seine Vorteile über Levels. Nein, eigentlich nicht. Egal. Und dann alle Hände über die Bettdecke. Was auch immer. Also schön so bleiben, wie ihr seid. Das machen wir. Das machen wir. Kleiner Schokobo. Ja. Waren Sie die Kontenance? Nicht fragen. Einfach hinnehmen. Einfach nicht fragen. Ich fand den Schokobo so süß. Ich hab mir gerade vorgestellt, wenn Schnoberto auf dem kleinen, dem einen Mount ist, was ich da habe. Das sieht süß aus. Daran denke ich gerade. Wir müssen mit Roberto echt mal wieder weiterspielen, ne? Freut mir zumindest mal. Ja, auf dem Ding meine ich. Wünsch mir, wenn du da drauf sitzen würdest, das sieht doch so irgendwie cute aus. Wie sich das Ding einfach bewegt. Konnte der Schokobo überhaupt was sehen? Bei dem Hut? Frag für einen Freund. Ich frag für einen Freund. Rein aus Interesse. Nun hast du die Silphen gefunden. Wie bitte was? Galea? Hier? Erst die Silphen und dann die Galea. Das kann kein Zufall sein. Suchen die Galea vielleicht nach den Silphen? Womöglich, um sie zu fangen? Aber wir konnten sie unbemerkt so tief in den Wald vordringen. Nopikas Schar und das Klageregiment kontrollieren alle Wege. Kein Mull könnte sich unbemerkt an ihren wachsamen Soldaten vorbeischleichen. Es sei denn... Das würde bedeuten, wir hätten einen Verräter in den eigenen Reihen. Ja, das würde das wohl bedeuten. Im schlimmsten Falle eines Falles. Na komm, ich nehme die Suchfunktion nochmal zurück. Weil eh gleich eins in die kommt. Also bald. Nicht, dass ich wieder unter Zeitdruck stehe hier. Gut, dass du gerade gekommen. Oh Gott. Ich muss dir etwas erzählen. Es geht um den Verräter, der vermutlich den Galea geholfen hat, unbemerkt in den Wald zu gelangen. Der Stammgäste, der bisher immer nur billigen Fuse getrunken hatte, bestellt seit kurzem nur noch meine teuersten Weine, die erlesensten Speisen. Ja, wie kommt das nur? Wäre er ein Händler, könnte man sich das doch irgendwie erklären. Aber er gehört zum Klagereglement. Der Sold würde niemals für dieses Leben in Saus und Braus reichen. Deshalb hatte ich mich schon gewundert, wo er sein plötzlicher Reichtum bekommt. Als du mir von der Geschichte mit den Galeanen erzählt hast, kam mir der Gedanke, dass er der Verräter sein könnte und entsprechend vom galeischen Kaiserreich bezahlt wird. Ein Soldat des Klageregiments, der unseren Feinden Informationen liefert, könnte gewaltigen Schaden anrichten.
Der Verdächtige heißt Laurentius und er hat den Horst gerade Richtung Südosten verlassen. Sicher ist er noch im Wald, im Südwald. Gut. Finde ihn und fühle ihm auf den Zahn. Würde er tatsächlich ein Verräter sein, dann bereitet sein Treiben ein Ende. Machen wir. Kriegen wir bestimmt hin. Ja, oh, dicker Gorilla. Großes Gorilla-Tatzleinchen. Was auch immer. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Laurentius. Hi. Siehst du nicht, dass ich gerade auf Patrouille bin? Wenn du ein Anliegen an das Klageregiment hast, musst du dich im Hauptquartier melden. Ja, gut. Kriegen. Gerade noch geschafft. Sie müssten jeden Moment hier sein. Wer hätte gedacht, dass ein paar Vorräte und Karten über unsere Wachposten und Patrouillen so gute Preise erzielen würden? Ich bin ein Glückspilz. Dank der Großzügigkeit des Kaiserreichs kann ich mir endlich das Leben leisten, das mir zusteht. Du, was hast du? Wie lange bist du? Hilfe, Hilfe! Hilfe, Galea, beeilt euch! Ich bin's, Laurentius! Ich werde angegriffen. Kann das nicht ernsthaft? Nee. Aber nein. Noch für ohne Fahrschein. Gut. Wie konntest du gewinnen? Du, ich bin unschuldig. Sie sind zufällig aufgetaucht. Ich war auf Patrouille und... Tschüss. Arrivederci. Au revoir. Jo, bist du der ein Indie? Jetzt nehme ich gleich noch. Und danach gehe ich nochmal ganz kurz aufs Klo. Oh Gott. Was kommt jetzt? Fritzchens Großeltern wollen einkaufen. Die Oma sagt, öffne nicht meinen Tassenschrank. Der Opa sagt, klettere bloß nicht aufs Dach. Dann gehen die beiden zum Supermarkt. Fritzchen will was trinken und macht Omas Taschenschrank auf. Alle Tassen fallen runter. Dann klettert er aufs Dach. Das stürzt ein. Da kommt ein Polizist und fragt, was ist los, Fritzchen? Fritzchen sagt, meine Oma hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mein Opa hat einen Dachschaden. Einfach nein. Aber ich muss tatsächlich gestehen, der ist echt mal gut. Der ist tatsächlich mal gut. Und wenn Oma und Opa nach Hause kommen, haben sie beide einen Herzinfarkt. Ja, super. Das war das Ende von den Wochenenden mit Fritzchen. Scheiße. Schön. Es reicht. Wie lange willst du mir noch verfolgen? Ich bin unschuldig. Das sagen sie alle. Na gut, es hat für keinen Sinn. Ich habe Karten und Vorräte an das galiische Kaiserreich verkauft. Ich brauchte Geld. Als ich dem Klageregiment beitrat, war ich stolz darauf. Aber der karge Sold reichte nicht weit. Sie predigten Gerechtigkeit, Ehre und Pflichtgefühl. Aber am Ende des Tages zählte doch, was man in der Tasche hat, oder nicht? Geld regiert die Welt. Ja, ich habe meine Ehre verkauft. Ich habe mein Land, meine Heimat und all meine Freunde für Geld verkauft.
Und jetzt werde ich dich mit meinen Haaren ans Messer liefern. Hey, verdammte Närrin. Hat man dir als Kind nicht beigebracht, nicht mit Fremden mitzugehen? Galia, ich präsentiere euch die Abenteurerin auf einem silbernen Tablett. Schnappt sie euch. So berühmt bin ich jetzt von unten und nicht, dass sie mich unbedingt haben wollen, oder? Nun wirst du die Macht des Kaiserreiches zu spüren bekommen. Macht, wie sie es nur durch Reichtum geschaffen wird. Reichtum der ganzen Armee gefügig macht. Reichtum, der die Welt verändert. Sieh an, da haben sich tatsächlich ein paar galliische Hunde in unseren Wald verirrt. Ich glaube, wir müssen ihnen eine Lektion erteilen. Du da, Mikote. Du bist im Auftrag von Buskoron unterwegs, oder? Wir schulden dem alten Halunk noch etwas und außerdem können wir den galliischen Abschaum nicht ausstehen. Nice. Gut, ich wusste es ja schon, aber egal. So. Kitty, ich sehe ganz genau, dass du gerade Final Fantasy startest. Und ich weiß, dass du mich hören kannst. Scheiße, wenn ich das anhab, ne? Guck mal, diese frechen Leute, die nicht im Bett bleiben, wenn sie krank sind. Gut, bleibe ich auch nicht. Ich nix Deutsch. Schlechte Verbindung. Kitty. Komm, es geht nun ins Bett. Liebe Grüße vom 156. Ich mit einer Brotdose. Muss echt die Werbung erfassen, um zu posten. Oh, nö, oh nein. Ernsthaft? Scheiße. Ja, Dreckswerbung vom Stream. Aber hallo Daki! Und Friedrich, ich bin gleich da. Du hast es gut abgepasst. Ich komme gleich. Also, zum guten Nacht sagen. Warum mir das jetzt auch gleich wieder falsch ausgelegt wird. Das darf nicht wahr sein. Wie konntest du nur die Soldaten des mächtigen galliischen Kaiserreichs besiegen? Und warum kämpfen die Rotbäuche und Quarlklauen plötzlich Seite an Seite? Frisches Gute Nacht sagen. Also einmal nach oben wandern. Treppe rauf. Ich bin noch ein Kellerkind. Ich sitze hier unten, einsam und allein, in meinem Keller. Ah, jetzt verstehe ich es. Buskorons Gabe ist es, Leute auch ohne Geld zu überzeugen. Ich war der Narr, das sehe ich jetzt ein. Verzeih mir, ich gehe sofort zur Bruderschaft der Morgenweeper und gestehe meinen Verrat. Ich werde alles erzählen. Versprochen. Achso, waren zwei verschiedene Sätze. Hallo, Ducky. Ja, es war ein Gedankengang, der gleich zwei Sätze anfangen und beenden sollte. Also zwei Nachrichten beantworten sollte. So. Das war raus aus dem Keller, aus dem Schrank, unter der Treppe. Oh. Das ist aber freundlich von dir. Ich darf mal raus. Ich darf Luft schnuppern. Und bitte richte Buskeron meinen Dank aus. Er hat mir heute eine wichtige Lektion erteilt, die ich nie vergessen werde. Das klingt leicht falsch. Das Schlimmste ist ja, ich hab's ja auch so gesagt. Es sollte anders klingen, als wie es rauskam. Das ist ja das Schlimme daran. Der Kopf war schneller. Nee, der Mund war schneller, als der Kopf denken konnte, dass da noch eine Pause zwischen gehört. So. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht.
roll nur die fette Katze einmal kurz in den Stall. Oder zumindest ins Gasthaus. Dann bin ich sofort zum Gutnachtsagen da. Jetzt. Jo. Also, ich bin ein paar Sekündchen wieder da. Bis gleich.